Die Universitätsbibliothek Oldenburg setzt Buchscanner für Kopierdienste im öffentlichen Bereich ein. Davon profitieren sowohl Studierende als auch die Bibliotheksmitarbeiter. Martin Schubert studiert im dritten Semester Lehramt mit den Fächern Mathematik und Sachunterricht. Seit es die Buchscanner gibt, kopiert er nicht nur schneller, sondern es bieten sich ihm auch mehr Möglichkeiten. Für mich sind die Vorteile dieses Buchscanners, dass ich viele Buchseiten auf einmal kopieren kann, also schnell hintereinander. Bei den alten Kopierern muss man jedes Mal die Kopiererklappe neu öffnen, Buchseite umschlagen, wieder Buchklappe drauf und wieder auf Kopieren drücken. Das ist bei dem Buchscanner nicht der Fall. Da kann man einfach die Seite umschlagen und wieder auf Kopieren drücken. Wir haben die Möglichkeit, halt auf wie herkömmlich auf Papier zu drucken, aber auch auf USB-Stick das zu kopieren und dann später auszudrucken oder eben nur auf dem Computer die Dokumente durchzulesen oder anzugucken, auszuwerten. Insgesamt stehen in der Bibliothek 15 Multifunktionskopierer. Die Kombisysteme bestehen aus Zeutzel-Buchscannern, Minolta-Hochleistungskopierern sowie Wertkartenterminals der Firma Schomaker. Rainer Vogt ist stellvertretender Bibliotheksdirektor und hat das Kopierkonzept vor über 10 Jahren aus der Taufe gehoben. Die Vorteile liegen für ihn klar auf der Hand. Ja, es ist relativ einfach. Es hat für uns zwei Vorteile. Das ist zum einen für den Benutzer, der kann sehr schnell, sehr bequem mit den Aussichtsscannern ganze Bücher kopieren, scannen und dann drucken. Das ist ja ein Nutzen für den Kunden, aber es hat natürlich auch einen Nutzen für die Bibliothek oder die Bibliothekare. Wir haben weitaus weniger Bindekosten, dadurch, dass die Bücher, vor allem die gebundenen alten Zeitschriften, ja, viel schonender behandelt werden. Sie kennen das noch, man drückt drauf auf die Bücher, bei einem herkömmlichen System, muss dann die Klappe drauf drücken, drückt auf den Knopf, Klappe hoch, Buch raus, umdrehen, nächste Seite. Das ist, wie gesagt, zum einen für den Benutzer sehr viel schneller und das Buch wird viel weniger beansprucht dadurch. Der Ablauf ist ganz einfach. Wertkarte einstecken, Ausdruck auf Papier oder digitale Kopie auswählen, grünen Startknopf drücken und schon wird eine Kopie der Buchseite erstellt. Speicherung auf USB-Stick inklusive. Die Zeutzel-Buchscanner werden zusätzlich für die Fernleihe genutzt. Bei der Einrichtung des Fernleihsystems und bei der Auswahl der Buchscanner leistete das MSV-Systemhaus aus Peine tatkräftige Unterstützung. Aber nicht nur beim Scannen der Benutzer, sondern auch bei der Fernleihe über das System Ariel hat uns Herr Künzel vom Systemhaus MSV sehr geholfen. Er hat da ein Dings entwickelt, ein Keyboard, mit dem wir jetzt sehr zeitsparend, sehr effektiv unsere Fernleihen abwickeln können. Es war dann letztendlich der Kopierer, der Scanner, den wir hier in unserer Bibliothek anbieten wollten. Dazu gehört vor allem zum einen wirklich das Robuste, die hervorragende Qualität, die Software, die dahinter steckt. Trotz der eindeutigen Vorteile sind Buchscanner im öffentlichen Bereich von Bibliotheken noch wenig verbreitet. Sind dafür vielleicht Kostenaspekte ausschlaggebend? Rainer Vogt sieht das nicht so. Also ich muss Sie einmal korrigieren, wir haben gar nichts angeschafft. Das ist alles im Leasingverfahren basiert. Wir zahlen pro Klick. Und die Firma Konica Minolta bezahlt auch die Wartung der Geräte, sodass von den 5 Cent pro Klick bei uns circa die Hälfte übrig bleibt. Kann eigentlich meine Kollegen in anderen Bibliotheken nicht verstehen, die so ein relativ einfaches Geschäft sich einfach durch die Lappen gehen lassen. Martin Schubert ist sich mit Rainer Vogt einig. Bücher gehören gescannt und nicht kopiert.